Ein herzliches Hallo, ihr wundervollen Seelen, ich grüße euch. Heute möchte ich mal mit dir über die Aussage sprechen, ohne Fleiß kein Preis. Und warum das absoluter Bullshit ist. Eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade wenn wir ein erfolgreiches Seelenbusiness haben wollen, generell erfolgreich und erfüllt in unserem Leben sein möchten, ist dieser antrainierte Spruch tatsächlich kontraproduktiv. Warum? Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Oder lass uns mal überhaupt die Basis von allem mal noch ins Bewusstsein uns holen. Wie entsteht alles? Alles, was du siehst, alles, was da draußen ist, ist im Grunde verdichtete Energie. Dieses Handy, was ich gerade in der Hand halte, ist verdichtete Energie. Das bedeutet, dass dieses Handy irgendwann mal Energie, nur in Anführungsstrich Energie war. Es war eine Idee, eine Möglichkeit im Feld der unendlichen Möglichkeiten. Irgendjemand hat sich diese Idee geschnappt und hat damit gearbeitet, hat sich das vorgestellt, ist da hineingegangen und hat eben ein Handy kreiert oder was auch immer. Alles, was wir sehen, ist verdichtete Energie. Und das nur mal als Basis. So, und wenn wir jetzt diesen Spruch mal nehmen, ohne Fleiß kein Preis, bedeutet das, du musst ja ganz viel tun, um etwas zu erreichen. Das heißt, du musst sozusagen an dieser verdichteten Energie etwas verändern, um etwas zu erreichen. Ist schon mal, wenn man sich das mal bewusst macht, dann macht es vielleicht schon mal Klick. Es ist doch viel schwerer, verdichtete Energie zu verändern, wie einfach nur, in Anführungsstrich, Energie. Denn alles entsteht aus unseren Gedanken, aus unseren Gefühlen, aus Energie, aus Frequenzen. Und wenn wir zum Beispiel, wenn du vorhast, ein bestimmtes Projekt nach außen zu bringen, jetzt kannst du, was ja viele gelernt haben, ohne Fleiß kein Preis, du musst viel tun, du musst viel Marketing machen, du musst Homepage machen, du musst das machen, Visitenkarten oder was auch immer. Du musst viel, viel tun, du musst viel, viel posten, viele Videos machen, viel, was es auch immer bei dir ist, was du gehört hast, was du abgekauft hast, was du tun musst, um erfolgreich zu sein. Also besonders fleißig zu sein, weil es fällt einem ja nichts in den Schoß. Wie gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Nochmal, das ist Bullshit. Denn je mehr du dich anstrengst, du kannst dich anstrengen und du kannst super erfolgreich sein. Du kannst dich aber auch nicht besonders anstrengen, trotzdem super erfolgreich sein oder genau deswegen erfolgreich sein. Weil was zählt? Es zählt nicht deine Anstrengung, nicht das, was du tust, sondern die Energie dahinter. Das bedeutet ganz konkret, und das kann man hier schön auch auf Social Media sehen. Manche sind super erfolgreich, haben vielleicht gar nicht so eine große Reichweite und machen Millionen damit. Andere haben eine mega große Reichweite und kriegen gar nicht so viel Geld, dass sie sich selbst irgendwie finanzieren können. An was liegt es? Es liegt an der Energie. Es liegt nicht daran, an diesem Äußern, an diesen Äußerlichkeiten, an diesem fleißigen Tun, an diesem Community-Aufbau oder was auch immer du irgendwie, wie gesagt, abgekauft hast. Es geht darum, dass manche Menschen glauben, dass sie erfolgreich sein können, egal was da draußen ist, egal wie groß ihre Community ist, und sie sind es. Und andere glauben, sie müssten eine bestimmte Größe haben, sie müssten bestimmte Dinge tun und so weiter. Dann ist das auch so. Es geht nur um die Energie dahinter. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, du kannst mit relativ wenig Aufwand, völlig entspannt, das ist sogar das Geheimnis, je entspannter du bist, desto schneller erreichst du deine Ziele. Und gerade dieser Bereich fleißig, fleißig, fleißig ist oft total unentspannt. Und wenn es dir Spaß macht, viel zu tun, go for it. Ich liebe auch bestimmte Dinge, mich da voll hineinzuknien und so weiter. Und ich mache das aber aus einer bestimmten Energie heraus. Aber ich versuche nicht, mein Tun, sozusagen das, was ich an irgendetwas nicht glaube, mit irgendeiner Aktion, mit irgendetwas Tun zu kompensieren. Und genau das machen die meisten. Gerade Menschen, die besonders fleißig sind, hast du vielleicht auch schon gehört, oder vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, ich bin doch so fleißig und ich mache doch so viel und es klappt nicht. Genau deswegen, weil die Energie dahinter nicht stimmt. Weil die Frequenz dahinter nicht stimmt, weil du nicht in diesem sozusagen, du glaubst nicht an deinen Erfolg,
Du glaubst, du musst extrem viel arbeiten. Und du hast die Programmierung, ich muss mich besonders anstrengen. Hör auf, dir diese Programmierung ständig zu suggerieren. Hör auf, dir das ständig zu erzählen. Weil es wird dein Programm, deine Programmierung. Es wird deine Programmierung. Und deine Programmierung wirkt in dir. Und dann denkst du, ach, die anderen, die machen fast gar nichts. Gerade gestern hat sich jemand beworben für die Soulbiz Journey. Und so sinngemäß hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber so sinngemäß hat sie gesagt, ach, ich hab eine Bekannte, die macht so gut wie gar nichts. Die arbeitet nur ein paar Stunden in der Woche und die hat konstant schon seit Monaten hat die fünfstellige Einnahmen. Und ich mache jeden Tag irgendetwas, poste und ich weiß nicht mehr genau, was sie alles macht. Und trotzdem habe ich noch nicht mal vierstellige Einnahmen pro Monat. So, und wo ist der Unterschied? Diese Bekannte, die hat es verstanden. Die hat für sich geklärt, arbeite so und so viele Stunden und habe fünfstellige Einnahmen. Punkt. Das ist ein klarer Befehl an das Universum. Und so funktioniert das Ganze. Es geht darum, dass wir endlich anerkennen, wer wir in Wahrheit sind, nämlich machtvolle Schöpferwesen. Und es gibt niemand da draußen, der bestimmt, wie erfolgreich oder unerfolgreich du bist. Du bestimmst es mit deiner Energie. Und hör auf, dir das einzureden, wenn du besonders fleißig bist, dann wirst du erfolgreich sein. Nochmal, du kannst das glauben und du kannst das auch so machen. Aber du kannst dir auch eine ganz andere Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte, die du dir erzählen willst. Dass du, so wie du es wirklich haben möchtest, dass das auch so möglich ist. Das ist der Knackpunkt. Ja, das ist der Knackpunkt. Und in aller Deutlichkeit nochmal diese Programmierung, ohne Fleiß, kein Preis, ist so tief, dass wir gar nicht, wie gesagt, hinterfragen. Und die meisten würden tatsächlich dem zustimmen. Ich würde, wenn ich, glaube ich, eine Umfrage mache, so in Deutschland, würden, glaube ich, 95% sagen, ja klar, ohne Fleiß kein Preis. Und wenn ich sage, aber kein Fleiß, ja, besonders viel Preis, würden die meisten sagen, nee, stimmt nicht. Nochmal, es stimmt alles, was wir glauben. Wir sind so machtvoll, wir sind Schöpfer. Wir schöpfen alles, was ist alles schon da, was wir uns wünschen. Du hast einen Wunsch nicht für umsonst. Du hast ihn, weil du die Möglichkeit hast, ihn zu verwirklichen. So, und dann, das ist dein Job, dass du dir bewusst machst, was du willst. Und du wirst dir meistens bewusst darüber, was du willst, indem du Klarheit darüber hast, was du nicht willst. Zum Beispiel, dass du dich nicht besonders anstrengen musst. So, und jetzt kommt aber die Krux. Die meisten wissen, dass sie zum Beispiel sich nicht besonders anstrengen wollen oder dass sie nicht besonders hustlen wollen. Und das wäre der Wunsch sozusagen ans Universum. Und das Universum, wenn du es zulässt, ja, sagst, okay, so will ich das nicht mehr, ich will es anders haben. Wie will ich es haben? Ich will, dass es leicht ist. Ich will zum Beispiel nur 3 Stunden in der Woche arbeiten und 5-6-stellig oder was auch immer sein, keine Ahnung, mit den Menschen zusammenarbeiten und so weiter. Das wäre dein Wunsch. So, aber die meisten ignorieren ihren Wunsch oder legen ihren Wunsch auf die Seite, weil sie sagen, naja, so vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst auf jeden Fall. Naja, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Das Leben ist doch kein Ponyhof. Vielleicht aber doch. Das Leben ist das, was du glaubst, dass das Leben ist. Es ist genauso schwer, genauso leicht, wie du es glaubst, wie deine Programmierung es zulässt. Und ja, ich weiß, es geht tief. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch den Soulbiz Club. Es ist gerade für Menschen, die schon ein Business haben und die besonders auch hustlen, ja, wo sie denken, ich muss ja das und das und das und merken, ja, irgendwie es funktioniert, aber das ist nicht das, was ich wirklich will. Also für Menschen, die einfach mehr wollen, die sich selbst entfalten wollen, die gerade in ihrem Business erblühen wollen und auch ihre Schöpferkraft in ihrem Business ausleben wollen und mit Energien spielen wollen und das Business so gestalten, wie sie es wirklich haben wollen. Und ja, da dürfen wir einige Programmierungen, Deprogrammierungen neu programmieren. Dafür steht zum Beispiel der Soulbiz Club, ja. Das ist, wie gesagt, für Menschen, die schon ein Business haben. Aber wenn du noch kein Business hast, dann könntest du in die Soulbiz Journey kommen und von Anfang an diesen ganzen Schrott dir gar nicht antun. Also gar nicht in diesen Hustle-Modus kommen, gar nicht in diesen, so viel, ich muss aber ganz schön viel hustlen, damit ich wirklich erfolgreich bin. Also ohne dieses, ohne Fleiß, kein Preis, Gedöns, ja. Sondern einfach, dass du einfach dein Business so aufbaust, wie du es wirklich willst. Entsprechend deinem Seelenplan, seelengeführt, dann ist die Soulless Journey perfekt für dich. Was ich dir mit diesem Video sagen möchte, ist, schau tiefer. Kauf nicht all diese Geschichten ab, die wir schon in Jahrhunderten, Jahrtausenden, ja, sozusagen leben. Frag dich immer, von wem, wer hat einen Nutzen, dass wir unsere Schöpferkraft nicht leben?
Und frag dich mal, wer Nutzen davon hat, wenn wir endlich anerkennen, wer wir in Wahrheit sind. Wenn wir endlich anerkennen, wie machtvoll wir sind. Stell dir mal vor, in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind, die Situation, die jetzt gerade ist, stell dir mal vor, dass immer mehr Menschen ganz bewusst ihre Schöpferkraft anerkennen und das manifestieren, was sie wirklich manifestieren wollen. Nicht sich dieses Spiel da draußen anschauen soll, oh Gott, das ist alles so schlimm, ach, die Welt geht bald unter und so weiter. Drama, 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 Inflation, Krieg, tralala und so weiter. Zum einen haben wir das alle mitkreiert, ja, wir sind alle Mitschöpfer. Und zum anderen ist das genau das, was ich vorhin sagte. Uns wird gezeigt, was wir im Grunde nicht mehr wollen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, was wollen wir wirklich? Wir kreieren das Neue. Oder, was viele immer noch machen, sie konzentrieren sich auf das, was wir kreiert haben, was wir nicht wollen. Und das machen viele im Großen wie im Kleinen. Im Großen machen wir es jetzt mit dem Krieg, mit Inflation und so weiter. Wir konzentrieren uns darauf, geben dem noch mehr Energie, ja, anstatt zu sagen, Moment, das ist das, was wir nicht mehr wollen. Aber wo soll es hingehen? Was wollen wir wirklich? Was wollen wir wirklich kreieren? Was wollen wir wirklich manifestieren? Und genau dafür stehen auch Soulbiz-Pioniere. Stehen Menschen wie du und ich, die bereit sind, vorauszugehen, die bereit sind, anzuerkennen, wie machtvoll und wie großartig wir sind. Und die sich nicht mehr vorschreiben lassen, was sie zu tun und was sie lassen soll. Und sich nicht mehr klein machen lassen. Ja? Nochmal. Du bist zu so viel mehr fähig. Und hör auf zu hasseln. Erinnere dich, wer du in Wahrheit bist. Geh für deine großartigste, verrückteste, wundervollste, abgefahrenste Idee, Version und Vision von dir. Und lass uns gemeinsam geile Sachen kreieren. Das kreieren, was wir wirklich kreieren wollen. Die Welt kreieren, die wir wirklich, in der wir wirklich leben wollen. Und hören wir auf, das zu sehen, was jetzt ist. Es ist nur das Ergebnis der Vergangenheit. Alles, was jetzt da draußen ist, einschließlich Krieg, Inflation, tralala und so weiter, ist nur ein Ergebnis der Vergangenheit. Es ist der Schatten der Vergangenheit, den wir manifestiert haben. Hören wir auf, dir mehr Energie zu geben. Nähren wir das, was wir wirklich nähren wollen. Und es beginnt bei dir, bei mir. Bei jedem Einzelnen von uns. Und wenn du das Video bis hierher gehört hast, dann gehörst du zu den Menschen, die ein Blueprint für das Neue mitgebracht haben. Es entspricht deinem Seelenplan. Ja? Es entspricht deinem Seelenplan, dass du das Neue kreierst. Und du hast es in dir. Du hast das Neue in dir. Also geh dafür. Geh dafür. Geh für das, was dir wirklich wichtig ist. Und wenn du Unterstützung möchtest, wie gesagt, komm entweder in die Soulbiz Journey, wenn du ein Business starten möchtest, oder in den Soulbiz Club, wenn du eins schon hast und ein richtig geiles Business nach deinen, ja, deinen Wünschen, Vorstellungen, deinem Lifestyle entsprechend, deinem Seelenplan entsprechend manifestieren möchtest und mindestens konstant fünfstellig und mehr haben möchtest. Das war's, das war's. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit und bis bald. Ciao.